Lange habt ihr auf diese Nacht gewartet. Die Zeit habt ihr nicht ungenutzt verstreichen lassen und euch ausgiebig vorbereitet. Jetzt fehlt nur noch der Startschuss durch euren Informanten. In wenigen knappen Worten teilt er euch mit, dass er es geschafft hat, das Sicherheitssystem außer Betrieb zu setzen und dass er euch ein Fenster auf der Rückseite des Pandora-Forschungskomplexes offen gelassen hat. Sein Handy wird er direkt nach eurem Gespräch zerstören. Gerade ist er auf dem Weg zum Flughafen, um in einem weit entfernten Land unterzutauchen, wo ihn hoffentlich keiner der Pandora-Leute aufspüren kann. Er wünscht euch noch viel Glück bei eurem Unterfangen. Dann ist die Verbindung unterbrochen. Ihr macht euch mit einem mulmigen Gefühl auf den Weg zu den Pandora-Laboratorien. Was in diesen erforscht wird, ist nicht bekannt. Wegen der scheinbar grundlos vielen Erkrankungen in der Umgebung gibt es zwar viele Gerüchte, aber keine gesicherten Informationen. Die Betroffenen sind sich aber einig darüber, dass nur Pandora für die vielen Erkrankungen und Mutationen verantwortlich sein kann. Mehrfach wurden die Laborräume von der Polizei durchsucht, wobei aber nichts gefunden wurde, was die Ursache erklären könnte. Von behördlicher Seite ist der Fall mittlerweile zu den Akten gelegt und dazu verdammt im Archiv zu verstauben. Ihr seid eine Gruppe von Mitstreitern, die der Sache nun auf den Grund gehen will. Ihr wollt und könnt die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen und werdet die Beweise auf illegalem Wege beschaffen. Diese Nacht wird zeigen, ob an den Gerüchten etwas dran ist oder ob die Pandora-Laboratorien einer zwar geheimen, aber harmlosen Tätigkeit nachgehen. Der Informant hat euch unter Einsatz seines Lebens mit allen Informationen, deren er nur habhaft werden konnte, ausgestattet. Bei einer heiklen Aktion gelang es ihm sogar, die Festplatte eines Bürorechners zu kopieren und euch zukommen zu lassen. Alles Weitere liegt nun an euch. Das angekündigte Fenster steht einen Spalt offen, sodass ihr einfach in das Gebäude eindringen könnt. Auch die anderen Sicherheitsmaßnahmen sind geradezu ein Witz. Euch darüber Gedanken zu machen, verschiebt ihr auf einen späteren Zeitpunkt. Ihr steht nun vor der Labortür und wundert euch, dass diese nur durch einen einfachen Zahlencode gesichert ist, den euch euer Informant ebenfalls zugespielt hat. Ihr betretet das Labor, das mit diversen Gerätschaften vollgestopft ist, deren Zweck ihr aber nicht sofort erkennt. Spiralen mit bunten Flüssigkeiten fließen zwischen großen Gefäßen hin und her. Das Blubbern der Behälter und das Summen und Piepsen der elektrischen Geräte zeigt euch, dass um diese Zeit noch computergesteuerte Versuche ablaufen. Schweigend starrt ihr auf die Versuchsanordnungen. Ihr seid ganz in der Betrachtung versunken, als ihr durch Geräusche aufgeschreckt werdet, die von der Tür kommen. Panisch rüttelt ihr an der Tür, doch diese ist fest verschlossen. Eines der Sicherheitssysteme muss noch aktiv gewesen sein. Zu spät merkt ihr, dass das Labor keine Fenster besitzt. Wenn ihr entkommen wollt, ist der einzige Ausweg genau die Tür, durch die ihr gekommen seid. Als sich der erste Schock etwas gelegt hat, fällt euch ein Monitor auf, der beim Betreten des Raumes schwarz war. Auf diesem läuft nun ein Countdown.